Bevor ich vielleicht auf die Verkehrspolitik zu sprechen komme, noch ein paar andere Themenbereiche, die Wien betreffen, aber wo es auch wichtig ist, dass es auch in Zukunft ein starkes freiheitliches Gegengewicht gibt. Das ist selbstverständlich der Bereich der Zuwanderungspolitik und der Bereich der Integrationspolitik, wo Rot-Grün gescheitert ist, wo oft beteuert wurde, wie toll nicht dieses Multikulti-Projekt in Wien funktioniert, wo ich auch noch erinnern darf an Aussagen des damaligen Staatssekretärs Kurz, als er für Integration noch zuständig war, wo er auch gesagt hat und gemeint hat, dass Wien eins der besten Beispiele ist weltweit, wie Integration zu funktionieren hat und es als Vorzeigemodell tituliert hat. Und jetzt müssen wir aber drauf kommen, dass es eben nicht funktioniert hat, dass Wien Hotspot der Islamisierung geworden ist, wo es Wien sich auch darstellt als Europazentrum für den radikalen Islam, wo die Partei Milli Görüs, die ja weltweit auch auf dem Radar von westlichen Geheimdiensten steht, bei uns schalten und walten kann, wie sie will. Wir haben ausländisch finanzierte Islamschulen, wo auch zukünftige Hassprediger für ganz Europa ausgebildet werden. Und wir haben natürlich zahlreiche auch islamistische Kulturvereine, angefangen auch von muslimischen Kindergärten etc., die Studien kennen Sie, die mit gewaltigen, wirklich gewaltigen Millionenbeträgen der Stadt Wien finanziert werden. Und dann ist ja nur die logische Konsequenz, dass sich diese ausländischen Konflikte ja dann auch in Wien verbreitern und Favoriten war ja bis jetzt der Höhepunkt, wo es brandgefährlich wurde, wo Gegenkulturen gegeneinander angetreten sind, wo gegen die Polizei Wurfgeschosse eingesetzt wurden. Und hier muss man auch klipp und klar sagen, dass man genau hier in diesem Bereich der Integration dieses Versagen bei Rot, Grün, aber auch bei der ÖVP festmachen muss. Und man hier mit den allerhärtesten Konsequenzen reagieren muss. Das heißt, man muss einen Riegel vorschieben, man muss kompromisslos abschieben bei kriminellen Ausländern und bei gewalttätigen Krawallmachern. Man braucht eine kompromisslose Aberkennung bei Doppelstaatsbürgerschaften, die vor allem die Türkei betreffen. Aber auch wir brauchen eine rigorose Streichung von Sozialleistungen bei Integrationsunwilligkeit. Und alles in allem kann man behaupten, dass das rot-grün-schwarze Multikulti-Projekt in Wien gescheitert ist. Es braucht aber auch noch ein starkes freiheitliches Gegengewicht in anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch in der Sozialpolitik, wo wir hier den Umgang des rot-grünen Wiens, aber auch der schwarz-grünen Bundesregierung mit der Mindestsicherung kritisieren. Die Mindestsicherung in Wien wurde immer noch nicht repariert, obwohl es auch der schwarz-grüne Bund machen könnte. 60%, ich möchte die Zahlen nur in Erinnerung rufen, 60% der Mindestsicherungsbezieher in Wien sind nicht Staatsbürger. Und hier sieht man eindeutig, dass hunderte Millionen pro Jahr verloren gehen, die wir eigentlich für unsere Pensionisten oder für unsere Jungfamilien bereitstellen können. Und genau deswegen braucht es eine Reform der Mindestsicherung. Wir haben hier ein Konzept vorgelegt, das darauf abzielt, einerseits auf Integration und andererseits natürlich auch auf die Staatsbürgerschaft, denn das wird auch in Zukunft der Grundschlüssel sein, nämlich dass man nicht darauf schaut, wie lang lebt jemand hier oder bekommt er sofort Sozialleistungen ab dem ersten Tag, sondern man muss auch Sozialleistungen an die Staatsbürgerschaft koppeln. Genau das Gleiche auch in der Wohnungspolitik, wo Rot-Grün versagt hat, wo zigtausende Menschen warten auf eine Gemeindewohnung oder auf eine geförderte Genossenschaftswohnung. Und auch hier verlangen wir, dass die Vergabe von Gemeindewohnungen, allerdings auch von Genossenschaftswohnungen, an die Staatsbürgerschaft gekoppelt wird. Und es braucht auch ein freiheitliches, starkes Gegengewicht im Bereich der Verkehrspolitik. Da brauchen wir wieder eine Rückkehr zur Normalität und auch eine Beendigung dieser sinnlosen Schikanen für den Autoverkehr. Wir brauchen ein kostenloses Parkpickerl für alle Wiener, das für alle Wiener Bezirke gilt. Wir brauchen Gratis-Öffis für Senioren, denn gerade Senioren haben sehr viel geleistet, haben sehr viel dazu beigetragen, dass diese Stadt jetzt so schön ist, auch wie sie ist. Sie haben hier gelebt, sie haben hier gearbeitet, sie haben zum System beigetragen und genau deswegen verlangen wir auch, dass es in Zukunft ein Gratis-Öffi-Ticket gibt für unsere Senioren. Aber stattdessen in der rot-grünen Verkehrspolitik kommen Pop-up-Radwege, die nicht genutzt werden.
Es kommen coole Straßen, wo ganze Straßenzüge abgesperrt werden und dann kommt man drauf, sobald es ein bisschen heißer wird, entwickeln sich diese Regenduschen zu Bakterienschleudern. Und der Höhepunkt ist jetzt der Swimmingpool an einer Gürtelkreuzung, an einer der meistbefahrensten Straßen Wiens, wo es hier zu Stausituationen natürlich kommen wird, wo man eigentlich den kompletten Verkehr in Wien lahmlegt. Und das neueste Projekt von der Frau Stadträtin Hebein ist die autofreie City. Und hier ist eines besonders bemerkenswert, nämlich dass die ÖVP hier im Namen vom Bezirksvorsteher Markus Fiegel hier auf diesen grünen Zug aufspringt, gemeinsame Sache macht mit den Grünen, gemeinsam backelt und hier auch die Wiener City autofrei machen will. Und genau wie im Bund, auch jetzt in Wien, beginnend im ersten Bezirk, die ÖVP einen Linksrutsch vollzieht und mit den Grünen backelt. Und deswegen braucht es auch ein starkes, freiheitliches Gegengewicht zur ÖVP im ersten Bezirk in der inneren Stadt. Und deswegen freut es mich auch heute verkünden zu dürfen, dass ich nochmals Ursula Stenzel als Spitzenkandidatin für die Bezirksvorstehung im ersten Bezirk gewinnen konnte. Es freut mich, mit dir gemeinsam in einen Wahlkampf zu gehen. Und ich kann auch eines sagen, die Ursula Stenzel gehört zum ersten Bezirk, genauso wie das Schlagobers zum Einspänner. Und jetzt darf ich dir, liebe Ursula, das Wort übergeben. Ja, lieber Dominik, ich freue mich, dass du mich wieder gewonnen hast, das zu tun, was mein Herzensanliegen ist, nämlich für die innere Stadt und ihre Bewohner und Bewohnerinnen zu arbeiten. Ich möchte eingangs sagen, wenn ich nicht immer gendere, ich meine immer Frauen und Männer, Bürgerinnen und Bürger. Aber der Einfachheit halber bitte ich mir nachzusehen, wenn ich das nicht ununterbrochen betone. Warum mache ich das wieder? Ich lebe und ich arbeite hier. Ich kann auf 10 Jahre Erfahrung als Bezirksvorsteherin der inneren Stadt zurückblicken und habe als Stadträtin auch die innere Sicht auf Rot-Grün, wie man hier mit den Interessen und Anliegen der Innenstadtbewohner umspringt. Diese Bewohner brauchen keinen Anpasser, der allen Schwierigkeiten aus dem Weg geht, sondern eine Anwältin, die sich Gehör verschafft und nur ein Ziel hat, nämlich die Innenstadtbewohner zu entlasten. Sie sollen sich wohlfühlen in diesem Bezirk, der ja alle Attribute hat, auch in Corona-Zeiten, zu einem der schönsten und zu einem der lebenswertesten Bezirke Wiens zu zählen, wenn man ihn nicht mutwillig dem rot-grünen Experimenten aussetzt. In einigen wenigen Bezirksbriefen, die der Bezirksvorsteher im alten Rathaus so sporadisch loslässt, hat er angedeutet, dass man sich mit der Frau Stadträtin, Planungsstadträtin Hebern auf ein Gesamtverkehrskonzept geeinigt hat, in Grundzügen, man hätte dieses erarbeitet. Es hat sich mir dieses Gesamtkonzept bisher nicht erschlossen. Wie Frau Hebern die Verkehrsquarantäne, sprich das Fahrverbot mit mehr Ausnahmen als Regeln, innerhalb des Rings verkündet hat, wurde angeblich eine grundsätzliche Einigung auf ein neues Verkehrskonzept für die innere Stadt mit dem Bezirksvorsteher Fiegel erzielt. Wie schaut das aus? Es ist völlig nebulos. Der jetzige Bezirksvorsteher hat das Fahrverbot ganz einfach geschluckt. Ausgenommen sind, was Selbstverständlichkeiten sind, natürlich Bewohnerinnen und Bewohner und natürlich auch Bewohner und Parkpickerbesitzer auf der Glacis-Zone außerhalb des Rings. Hier übernimmt er ungeschaut und kritiklos die Diktion von Rot-Grün, spricht von einer Art Kontingentlösung, damit Großeltern von ihren Enkeln oder von ihren Familienangehörigen und Verwandten besucht werden könnten. Ja, und auch von Pflegekräften natürlich, nicht ein kritisches Wort zu dem Husch-Pfusch-Konzept der grünen Verkehrsstadträtin Hebein. Weil die Wahl kommt, wird noch schnell davon gesprochen, dass man also die Anrainer-Bewohner-Parkpickerzone jetzt doch wieder erweitern will, die er sich ersparen wollte, weil er die Kosten für die Umschilderung nicht tragen wollte und vermeiden wollte. Was ist Kontingentierung? Wie zählt man das?
viermal in der Woche, dreimal in der Woche, wie viele Autos dürfen kommen, wie viele Personen. Das ist ja alles also abenteuerlich, was hier in den Raum gestellt wird, was aber zur Verunsicherung der Innenstadtbewohner beiträgt und nicht zu einer Sicherheit, zu einem sicheren Lebensgefühl, dass sie sich auf etwas verlassen können. Nein, jetzt wird man das alles, das Fahrverbot überwachen, ja gut, das wird auch erst im Zuge eines Verwaltungsverfahrens geprüft. Nicht ein kritisches Wort. Dieser Bezirksvorsteher ist ein Handlanger der Grünen, Verplanungspolitik, einer ideologisierten Verkehrsverplanungspolitik in Wien, nicht mehr und nicht weniger. Und ich will, dass sich die etwas mehr als 16.000 Bewohner, die die innere Stadt zu ihrem Wohn- und zu ihrem Lebensmittelpunkt erkoren haben, so wie ich, dass sich die verlassen können auf einen Bezirksvorsteher. Ich kann nur sagen, auf mich können sie sich verlassen. Ich werde meine Stimme erheben. Im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des ersten Bezirks. Auf mich ist Verlass.